Next One ist, wird mal ganz kurz hier, wollen wir Retro-Gott? Yeah. Und Hulk Hogan, natürlich müssen wir da durch. Alter. Also, was könnt ihr jetzt erwarten? Richtig schönen Flow. Krasse Skills. Schöne Rap-Technik an sich. Und wahrscheinlich ein bisschen boom-bappisch, würde ich jetzt mal verhaupten, ja. Behaupten oder vermuten. Oder komplett verquer. Oder komplett, ja, das könnte auch passieren. Also, lass einsteigen, Bruder. Retro-Gott, Hulk Hogan. In Frieden. Oh, der Beat ist schon wieder Killer, das reicht schon. Alle wollen verkaufen, die Erde ist eine Messerhalle. Ich bin nur ein Schaf von vielen, doch Glücke besser als alle. Also absolute Wortakrobaten, ja. Was jetzt hier gleich los ist. Ich bin nur ein Schaf von vielen, doch Blöcke besser als alle. Yes. Ribbericht ist gestorben, hier kommt der Bestatter. Wenn das Geld die Wurzel alles Bösen ist, wer sind Sonne und Wasser? Alle bekommen ihr Pflaster für die Stellen, die altern. Reality scheiße genug, warum noch virtuell erweitern? Reality scheiße genug, warum noch virtuell erweitern? Beste Aussage. Ja, das ist halt Mucke auf jeden Fall zum Mitdenken und auch hier sind wir wieder bei der einfach puren Poesie. Ja. Reality scheiße genug, warum noch virtuell erweitern? Vom Papierkram der Pappmenschen lass ich mich lieber durch Piano-Loops ablenken. Also dieser Jazzy Piano-Loop, der hier die ganze Zeit sich wiederholt, ne? Ist aber auch zu geil. Das ist echt. Musst du auch erstmal schaffen. Das so einzubauen und dann einfach so entspannt darüber zu gehen. Wird ja einer stundenlang in irgendeiner Crate gedickt, also bis er diese Platte gefunden hat. Herrlich, ja, wahrscheinlich. Möchte ungern undankbar klingen, aber der Mensch ist ein Flop, nur der Funk war King. Also das meinte ich damit, ne, dass es halt auch super anspruchsvoll ist, genau auf so einem Beat, auf diese Art und Weise zu rappen. Der Mensch ist ein genau Flop, nur der Funk war King. Die Perspektive stimmt, sobald der Beat erklingt und alles Gerede darüber bleibt unbefriedigend. Wenn es Shitstorm, macht die Fans dazu. Vielleicht bin ich nicht eloquent genug oder zu eloquent dazu. Ja, tendenziell würde ich sagen, eher zu eloquent. All das kratzt nur an der Oberfläche. Es wird nicht deeper, als wenn ich über Loops von Hulk Hogan rappe. Die Bienen summen im Schwarm gewissenlosen Business. Kein Plan, ob das Kapitalismus Kritik ist. Wenn sie die Karriere beenden, kommen sie immer wieder, rennen in Talkshows oder machen dann Kinderlieder. Fuck that! Das ist keine kulturelle Aneignung, sondern einfach nur eine kulturelle Zumutung. Spieglein an der Wand, dein Rand. Das ist keine kulturelle Aneignung, sondern nur eine kulturelle Zumutung. Kann man so verkaufen, ja. Eignung, sondern einfach nur eine kulturelle Zumutung. Spieglein an der Wand, dein Rand ist hölzern. Wer ist das Völkischste unter den Völkern? Huh? Spieglein an der Wand, dein Rand ist hölzern. Wer ist das Völkischste unter den Völkern? Uff. Lies die Antwort im Satz der recycelbaren Kaffeetassen. Machen lassen, bis die Massen wieder in Rasse machen. Peace an alle, die dem Hass. Es ist so schön zuzuhören. Es ist so gut. Noch so geil, wie easy das runterkommt. Ja, Mann. Müssen wieder in Rasse machen. Peace an alle, die dem Hass mit Funk trotzen. Und der Rest, gebt euch jetzt einen Aufschnitt oder dreht es um. Für die Gerechtigkeit spielt es keine Rolle, wessen Geschlecht ihr seid. Hör mal hin, Stärke schweigt. Schwäche schreit, noch sind alle nüchtern. Ich dachte, ich sag mal jetzt Bescheid. Das ist auch eine geile Aussage gewesen. So, hör mal hin, starkes Schweigen. Einfach nur so stehen lassen und okay, hör mal hin. Ah. Und jetzt Prost, jawohl, Mahlzeit. Prost, Prost, jawohl, Mahlzeit. Prost, jawohl, Mahlzeit. Shoutouts an, ihr wisst, wer ihr seid. Der Rest gibt euch in Frieden. Ach, herrlich. Da muss man eigentlich feiern als Head, ne? Geht nicht anders. Ja, was sollen wir dazu sagen, außer dopestens? Yes. Fuck. Bitches. Yes. Also, das ist, also wenn du irgendwas mit Hip-Hop zu tun hast, was ich irgendwie als Hip-Hop bezeichnen würde, dann muss dir das gefallen, weil ansonsten bist du hier falsch. Es gibt ja auch viel zu wenige Rapper eigentlich so, die auf diesem Film noch unterwegs sind. Ne? Also ich könnte jetzt nennen Eloquent. Ne? Klar, Morlock Dilemma wissen wir alle. Sammy können wir auch mittlerweile da reinpacken. Der
ist auf dem gleichen Film unterwegs jetzt. Wen nehmen wir noch dazu? Audi 88, Yassin? Ja, Lackmann, Marz. Lackmann auf jeden Fall. Marz. Ja. Galf. Lupara. Helikopter. Ja, Lupara, das ist aber schon wieder, das ist nochmal anders. Helikopter. Ne? Aber das ist ja mehr so dieser Directly Boom-Bap-Sound an sich, nicht dieses jazzig Verkopfte mit, also weißt du, was ich meine? Ich würde da tatsächlich nochmal unterscheiden jetzt gerade. Gut, aber Lupara, wenn er so einen Beat bekommen würde, ja, auf jeden Fall, ja. Das wäre sein auf Ding. Auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Aber Crackpack, ja, MC René, auf jeden Fall. Kriegt es auch. Na, Curse Beat wäre das jetzt nur im Äußersten, glaube ich. Das wäre nicht so sein. Also ich glaube, würde ihn gut finden, glaube ich, aber das wäre jetzt noch nicht so sein Pick. Ich glaube, Curse hat jetzt gerade mit seinem Album wirklich das mitunter krasseste abgeliefert. Und passt wie Arsch auf einmal. Aber ich überlege gerade, wer sonst noch mit in Frage käme. Tony L's Flow ist ganz anders aufgebaut. Das wäre, da müsste der Beat ein klein bisschen schneller sein, ein bisschen mehr Action haben. Der braucht mehr Funk. Bruder, den Täubling Bars habe ich leider nicht auf dem Schirm. Sagt dir was? Ne, ich kenne den Däumling, Bruder. Ja, kenne ich auch. Den wasche ich jeden und, Tag. Und Däumeline kenne ich auch noch. Und ich habe auch zwei Daumen. Den nenne ich auch Däumling. Nee, leider kenne ich nicht, Bruder. Aber wie gesagt, Dope Business Fuck von euch ja auch. Von daher perfekt. Und ja, auf einem Phonographen wäre das, glaube ich, ziemlich krasser Scheiß. Von daher würde ich sagen, direkt von hier, ja? Über zu